geht um die Geschichte in einem Ballhaus. Wir versuchen 100 Jahre Geschichte zu erzählen. Und wie ragt diese Geschichte in dieses Ballhaus hinein? Und wie erreicht es die Menschen, die gekommen sind, um zu tanzen? Tequila! 1, 2, 3, na, was ist denn schon dabei? Tänze natürlich sind das einzige Ausdrucksmittel. Es ist schwer sich vorzustellen, dass Schauspieler nicht sprechen dürfen. Und das dachte ich auch, würde mir einen gehörigen Strich durch die Rechnung machen. Aber der Tanz und die Musik stellen sich an die Stelle der Sprache. Und das war eine sehr interessante Erfahrung, dass das schon auch möglich ist. Ich nehme einen Camparison. Also wo es darum ging, Stücke auszusuchen, Musikstücke, die mich und meine Jugend explizit betrafen. Da ging natürlich eine unglaublich sentimentale Blase, platzte da auf. Und plötzlich fühlt man sich einfach auch völlig selber am Schopf gepackt und möchte anfangen zu tanzen und zu schreien und zu wirbeln und zu toben.